Bitte schön. Also zunächst mal bin ich natürlich bewusstlos vor Begeisterung über so einen Erfolg. Ja? Mit 29 Jahren in diesem jungen Alter schon so erfolgreich zu sein als Schriftstellerin. Haben Sie da jemals dran gedacht, als Sie angefangen haben zu schreiben? Oder hat es Sie sozusagen getrieben zu schreiben und der Erfolg war dann eine angenehme Begleiterscheinung? Letzteres. Also ich hatte gehofft, dass ich bald einen Verlag finde, aber nicht wirklich damit gerechnet. Ich dachte, ich muss erst mal so 10 Jahre warten und Manuskripte verschicken, bis ich den Kontakt zu einem Verlag finde. Aber ich hatte das Glück, gleich mit meinem ersten Roman einzufinden und von da an ging es bergauf. Das sind ja alles unglaublich historische Brocken, mit denen sich auseinandersetzen. Einmal ist es die Mutter von Richard Löwenherz, dann ist es Kardinal Richelieu und so weiter. Das sind der Namen, da werde ich schon bewusstlos, wenn ich es nur höre, weil ich weiß, das ist dünnes Eis für dich, ja? Müssen Sie sich da richtig in diese Materie reinlesen und jahrelang vorbereiten? Oh ja, sicher. Ich recherchiere 1,5 bis 2 Jahre. Aber wissen Sie, ich interessiere mich grundsätzlich für Geschichte. Von daher ist es auch gleichzeitig so etwas wie ein Hobby. Aha. Und dafür haben Sie einen tollen, wie soll ich sagen, Arbeitsplatz gehabt. Sie haben hierfür in der Villa in Pacific Palisades von Leon Feuchtwanger gelebt. Ja, ja, für 3 Monate. Mein letzter Roman spielt ja im 20. Jahrhundert, ja, und unter anderem während des Dritten Reiches, sowohl in Deutschland als auch unter den Emigranten in L.A. Und da hatte ich eben die Chance, dort in den Pacific Palisades, wo Feuchtwanger, Thomas Mann und noch ein paar der anderen gewohnt haben, auch zu leben, die noch lebenden Emigranten, von denen es noch einige gibt, befragen zu können und, ja, ihre Geschichten anzuhören. Was ist das denn Gefühl, wenn man in so einem Haus schreibt, wo so die Giganten sich getroffen haben? Brecht war da auch da und absolut so. Absolut. Ja. Oh, es ist gigantisch. Mal abgesehen von den Großen der Literatur ist es auch schlicht und einfach toll, in einem Haus mit Blick über den Pazifik und 35.000 Büchern da drin. Die Bibliothek und so, das ist alles noch da. Die ist noch da. Und das Archiv, das ist allerdings nicht in dem Haus selbst, das ist an der Universität in der Stadt. Aber da ist die ganze Korrespondenz, die Arbeitsnotizen, Tonbandaufnahmen von Radiointerviews und sehr viel, nicht nur von den veröffentlichten, sondern auch von den unveröffentlichten Briefen. Also es ist eine tolle Fundgrube. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn Sie arbeiten? Von vielen Schriftstellern weiß man, Sie sind medienscheu. Sie kriegen Depressionen, wenn der Joghurtbecher falsch rum beim Frühstück steht und so. Also sozusagen dieses etwas Vergeistigte. Sind Sie auch eher so oder gehen Sie auch abends gern weg? Gehen Sie in Kneipen oder Disco oder so? Nicht gerade, wenn ich schreibe, aber ansonsten ab und zu schon, sicher ja. Während ich schreibe, bin ich ziemlich eigenbrötlerisch und gehe nicht gerne ans Telefon, wimmle Freunde und Familie ab. Wenn ich korrigiere, bin ich genau in der umgekehrten Verfassung und brauche dringend Gesellschaft und Ablenkung. Wissen Sie, deswegen sind für mich die wahren Helden beim Entstehen eines Buches immer weder die Schriftsteller noch die Autoren. Ich habe andere Kollegen gefragt, die halten es ähnlich, sondern die Freunde und die Familie des Autors, die diese Wechselbehandlung aushalten. Ja, haben Sie da so eine nahe Umgebung oder leben Sie alleine? In München lebe ich alleine, aber ich besuche noch regelmäßig meine Familie in Bamberg und ich habe in München einen sehr guten Freundeskreis. Ja, und wie ist das denn? Wann schreiben Sie? Schreiben Sie nachts? Schreiben Sie vormittags? Haben Sie so eine harte Disziplin als Autorin? Ich bin mehr ein Tagmensch und die Disziplin brauche ich für die Korrektur, nicht für das Schreiben. Beim Schreiben ist es eher schwer aufzuhören. Ich meine, irgendwann bin ich zu erschöpft, um weiterzuschreiben, aber noch gleichzeitig zu sehr in der Geschichte drin, um einzuschlafen. Ich schlafe nicht viel, während ein Roman entsteht. Fallen Sie in so eine Art Schreibekstase? Es ist zumindest ein sehr, sehr lebendiger Zustand. Ja, und schreiben Sie am Computer oder mit der Schreibmaschine? Am Computer. Ich habe meinen ersten Roman noch zuerst in Handschrift und dann in den Computer geschrieben, weil ich damals noch nicht so vertraut mit Computern war. Aber alle weiteren Romane direkt in den PC. Wie ist es denn? Sind Sie dann sehr hart, wenn Sie Korrektur lesen? Wie oft schreiben Sie das um? Oder welches Pensum schaffen Sie pro Tag? Du meine Güte, ich habe noch nie Pensen, also es ist sowieso schwer zu bestimmen, wenn man mit dem Computer arbeitet, weil da sind es keine Seiten, sondern es ist ein Text auf dem Bildschirm. Ja. Ich korrigiere ein Manuskript vielleicht 8 oder 9 Mal durch, von der ersten Fertigstellung bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es für fertig halte und an den Verlag gebe. Wie ist es für Sie, auf so einer Veranstaltung wie der Frankfurter Buchmesse zu sein, wo sozusagen, das ist ja eine riesige Verkaufsveranstaltung auch, ja, Stand an Stand, die großen Egomanen, alle da. Genießen Sie das oder sagen Sie eher, das nehme ich so widerwillig in Kauf? Nein, ich bin jedes Jahr auf der Buchmesse, ganz unabhängig davon, ob ich einen neuen Roman veröffentlicht habe oder nicht. Ich gehe auch zur Buchmesse, um die anderen Bücher kennenzulernen. Das ist mein Hauptgrund. Und es macht sehr viel Spaß. Nirgendwo auf der Welt sonst finden Sie so viele Bücher und vor allem
ohne dass Ihnen die Buchhändler Löcher in den Nacken starren und sagen, wann kaufen Sie endlich was? Da kann man einfach nur stöbern und das tue ich ausgesprochen gerne. Und die paar Verpflichtungen, also Interviews und so, nimmt man da gerne. Ja, haben Sie persönlich eine Lieblingsschriftstellerin oder Lieblingsschriftsteller? Es gibt eine Menge Schriftsteller, die ich bewundere. Feuchtwanger, über den ich meine Dissertation geschrieben habe, sicher. Unter den Lebenden sind das alle möglichen, von Christa Wolf bis zu Sharon Penman, Anne Rice, Marion Zimmer Bradley. Wer waren die beiden letzten? Wer waren die beiden letzten, die haben nie gehört? Sharon Penman, Anne Rice, Marion Zimmer Bradley. Marion Zimmer Bradley, da haben wir irgendwo schon gehört, ja. Das ist großartig. Ich wünschte, ich könnte das auch. Der neue Roman heißt Unter dem Zwillingstern. Das ist der Roman, der angesiedelt ist, zu großen Teilen in Kalifornien. Nein, ein Drittel etwa. Ein Drittel. Ja, aber Sie haben ihn da in der Villa von Leon Feuchtwanger geschrieben. Recherchiert. Ja, recherchiert. Wo haben Sie ihn geschrieben? In München? Sowohl in München als auch in einem Teil von... auf meiner Lesereise in mehreren Hotelzimmern. Wissen Sie, es ist nützlich, wenn man einen Laptop dabei hat. Richtig, haben wir auch schon oft gesagt, aber ich hätte gar nichts reinzuschreiben. Frau Kinkel, bleiben Sie jetzt in der Sendung.